Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosock The Sims 4. Ja, wir sind hier immer noch bei den Accessoire-Pakete für Kleintiere. Ja, und es geht heute um die Klamöttlichkeiten. Ja, und die Klamöttlichkeiten werden Ihnen präsentiert von Kima Quantum. So, schauen wir mal nach, was wir hier Schönes haben. Wir haben neue Haare. Da schmeißen wir mal den Filter an. Der Filter sagt mir Packs. Da Accessoires und da haben wir es. Mein erstes Haustier. Accessoires-Pakete wird die Hairs. 3 Hairs haben wir hier. Coole Nummer. 3 Hairs. Betrachten wir uns Hair Nummer 1. Gefällt mir sogar. Haben wir vorher gehabt. Warte mal. Wir sind Line Ombre Look mäßig so drin. Nicht verkehrt. Herr Nummer 2. Oh, what? Ich mecker nicht, Leute. Merkt ihr was? Echt nice. Wow. Guckt euch mal diese Ausarbeitung an, diese verschiedenen Farbläufe drinne. Also ich bin gerade fantastiert. Fantastisch hin und weg, wie man so sagt. Wie geil ist das denn? Oh. Hammer. Sogar in der Farbe. Wie sieht denn die Mädchenfarbe aus? Selbst da geht's. Ich flipp gerade aus. Keine Ahnung, ob ihr es merkt oder nicht, aber ich so. Ja. Also das wäre echt eine Möglichkeit, das Ding da. Müssen wir mal gucken. Weil irgendwann mal so ein paar Folgen später. Jetzt sage ich jetzt gerade die Figuren, dann müssen wir mal gucken. So, Hüte haben wir keine, wie wir hier sehen. Das heißt, wir gehen an deinen Körper. Oh, ist das so? Das klingt so verkehrt. So, Oberkleidung. Da gucken wir gleich mal in die Packs rein. Oberkleidung. Wo haben wir denn da? Augstier. Da haben wir ein Oberkleidungsteil. Die Auswahl ist da enorm. Ja, so eine stilisierte Pelagonkatze. Das Gesprenkelte dieses Teils gefällt mir aber ganz gut, weil es so schön mit seiner hinten durchgeht. Das ist eigentlich ganz nett. Das jetzt da gleich als Hund, als Hundeversion. Dann das sogenannte Fleckvieh. Ja, dafür bräuchte Kima definitiv mehr Masse. Das ist nett. Das ist wirklich angenehm, das Ding. Nicht mal so übel, sprach der Dübel. Dann die Dalmatiner-Version. Und? Das ist geil. Das ist doch mal eine lustige Idee. Ja. Wer möchte da nicht Hamster sein? Okay, das war jetzt nicht mehr ganz jugendadäquat, aber sorry. Das hat mich so getriggert. Dafür kann ich nichts. So, Hosen. Bei den Hosen. Packs. So, jetzt müssen wir mal gucken. Packs von der Hosen. Mein Haustier. Da hat er wohl nichts. Sonst würde er mir was sagen. So, Kombinationen. Dann gucken wir mal da rein. Packs. Haustier. Danke sehr. So, und dann haben wir einmal Haustier. Sogar hier die Pfoten. Das ist so. Du Scheiße. Oh ja. Das ist der neue Schlafanzug. Es gibt bestimmt Leute, die machen das. Also so, sowas tragen nachts. Also im Bett. Also, ne? Dann laufen die. Aber als Katze oder so haben die jetzt hier nicht. Nur so ein Hamster. Ne? Ja, ja. Kann ich mir vorstellen, dass Leute echt machen. Ja, warte mal. Ich möchte heute einen kuscheligen Arm mit dir. Ja, keine Panik. Nicht ganz ruhig. Ich zieh mir erstmal den Hamster. Gut, du bist auch dran. Ne? Oh, da hat sogar eine Kopfbedeckung. Sollen wir mal schauen. Kopfbedeckung. Was haben wir denn da?
So, das ist einmal Haare. Vor sie her. Aber irgendwas muss hier noch was anderes heilen an der Haare. Was ist da bitte noch neu? Nichts weiter neu. Warum, wann habe ich denn das mal gesehen? Oh Gott. Warum sind da noch andere Haare drin, die irgendwie nicht markiert sind? Oder ist das die Crossover-Haare mit männlich-weiblich und deshalb markiert damit? So, das muss ich also irgendwann nochmal offscreen machen, dass ich die Haare da wegmache. Weil das geht ja sonst nicht. Na gut, okay, dann können wir das wieder mal wegklicken. Also das hier sind die offiziellen neuen Haare. Das wäre auch was für den Leon, ne? Also ein bisschen wild wie die Mähne. Kopfbedeckung. Zeigt er mir schon wieder das an. Es ist aber nicht das Pack. Hier, das ist Arbeitswelt. Kommt aus seinem Medizinstudium. Okay, dann hat er da keine Kopfbedeckung. Körper, zeig nochmal deinen Körper. So, auch er hat Hamster. Herr und Frau Hamster. Ich hätte aber auch unterschiedliche Farben theoretischerweise machen können. Oh, ist es nicht. Vielleicht kann man da selber die Farbe ranpainten. Dann macht man hier so Regenbogen oder irgendwas ganz Verrücktes. Das ist aber gemein, ne? Da kommt die verrückte Hamsterfamilie. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch mal so eine Sidekicks-Serie irgendwie so. Also eine Hamsterfamilie macht. Herr Hamster, Frau Hamster und Kind Hamster. Und die Frage ist, ob das bei Kindern auch geht, hier diese Hamsteritis. So, da haben wir das gleiche T-Shirt dann sozusagen. Auch für den armen Dominik. Ja. Dann auch die Hundeversion beim Herrn. Ja, der Hund wirkt aber sehr Witcher-like. Dann das Fleckvieh. Dann kommt er gleich mit den Farbklecksen. Jo. Es sieht echt frisch aus. Also die Farben sehen echt nett aus. So plakativ, so ganz klare Farben. Ja, gefällt mir auch. Ist nicht verkehrt. Und dann nochmal 1,000 million of Dalmatina. Ja, das ist die dalmatianische Zeit. Dann haben wir Beinbekleidung. Ja, und da sehen wir, das ist dann was von den Damen irgendwas drin. Gut, kommen wir zu der kleinen Leon-Version. Da haben wir eine Kopfbedeckung. Oh ja, da ist was Neues, tatsächlich. Wird mir noch nicht angezeigt, weil du das dir unter diesem Kapuzen-T-Shirt hast. Warte mal, das heißt, wir müssen hier mal... Ja, ja, brrp, brrp, brrp. Ja, sag ich auch immer. So, zeig mir mal hier deine Kopfbedeckung. Genau. Das sieht so auch so gestickt aus, dieses, durch diese Musterung da drauf. Hm? Red ich mal? Ich will die Hautfarbe und so nicht anpassen. Danke. Spiel macht mich manchmal irre. Die Ohren auch so ausgearbeitet. Die sind einfach nicht so flach dran. Die haben so modelliert. Ja? Echt nett. So, was haben wir denn hier für Auswahl? Eine Farbe. Oh, da ist was ganz anderes da drauf. Das ist dann die Hunde-Version. Das andere sind die Katzen und dann ist hier unten die Hunde-Version. Hier ist auch nochmal eine Katze. Hier in rosa. Ja. Hier der rosa Hund und der rosa, die rosa Katze. Das ist das hier. Ja. Ja, und nochmal Hund in braun. Ne? Coole Nummer. Mal hier alles wegmachen. Weg, 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 weg. Danke sehr. So, wie konnte ich die Familie jetzt erweitern? So gar nicht. Wie gucke ich denn das jetzt mit den Tieren an? Wie konnte ich jetzt eine Katze hinzufügen? Ich weiß wie, warte mal. Dazu muss ich erstmal hier raus. Ja, ja, möchtest du wirklich abbrechen und sowas von abbrechen? Man will es gar nicht glauben, wie ich abbrechen will. Und dann nur, weil ich jetzt noch meine Tiere gucken will, aber da muss ich in den Editiermodus. Oh Gott.
Gott, die Witze. Ich glaube, irgendwann werde ich dafür bestrafen. Zwar ganz schön groß. Und zwar Welten verwalten. Nur zu Welten verwalten gehen. Ja. Speichern brauche ich ja nichts. Wir hatten ja sozusagen kein Spielevorschritt. Dann gehen wir. Wen gehen wir denn mal? Die Dummy-Tier. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Und ärgern mal Jenny. Was haben wir denn hier? Mehr. Haushalt verwalten. Yo, dann gehen wir mal hier rauf. Erstelle einen Haushalt. Bla. Sowieso. Kicken wir mal. Genau, da haben wir es. So, da haben wir erstmal Jenny. Und hallo Jenny. Na, lange nicht gesehen, wa? Wie lange haben wir die Dame jetzt nicht gehabt? So, dann gehen wir hier mal auf Fell. Nein, Farbmuster. Hier, Tierkleidung. Natürlich. Und wenn wir bei der Tierkleidung sind, dann machen wir gleich mal gekauft, Benutzer. Nee, hier ist gleich hier diese Orientierungssortierung da drin. Das ist ja mal ein Ding hier. Gut, dann heißt, wir müssen mal kicken. Ah, da sind die neuen. Da sind, oh, das war. Gut, wir haben einmal das hier. Spricht für sich die Farbe. Oh, das Muster gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch wenn ich das Jenny trotzdem nicht antun will. Ist echt schon fies, worauf Menschen für Ideen kommen, ich weiß es nicht. So, ein Anzug mäßig so. Schon, ja, Jenny, ja, das gefällt dir gar nicht, wa? Aber du musst mal kurz da durch. So, dann gibt's die Biene. Gott. Jenny, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich muss irgendwann eine Dummy-Familie erstellen, ja. Ja, es tust du mir noch mehr leid, Jenny. Ja, warum? Weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Jetzt so eine Kapuze hier, oder was? Der Mond ist aber hässlich. Das ist doch aus einem Internet-Meme hier. Banana-Dings hier. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time, Jelly, Jelly. Oh Gott, ey. Also, das Ding gehört hier verboten, also, nein. Ja. Ja. Sterne gehen immer. Fische. Ja. Aber tut man das echt, so einen Schlafanzug für eine Katze? Das ist schon für Weihnachten. Leise rieselt der Schnee und still und staut der See. Nee, ich glaube nicht. Ja, es sind so Dinge, das sollte man einer Katze definitiv nicht antun. So, irgendwas ist hier angeblich noch. Das da. Ja. Super Cats. Whynot.com. Jetzt gucken wir mal, ob der hier nur die Farben ändert oder auch das Muster. Wir können ja mal Jenny mal so sitzen lassen, dann sehen wir auch mal, was da. Cool. Das Muster ist saugeil. Sterne. Wie gesagt, gehen immer, aber gucken wir uns nochmal ein anderes Muster an. Das ist das Super Lama. Und hier ist das so ein Drachenmäßig. Das ist die schwarze Version, die Schurke oder Vampir. Je nachdem, wie man nimmt, wa? Schurke oder Vampir. Hier ist dann auch nochmal was Neues. Und zwar das hier. Ach, das versprochene Kleid. Nein. Nee, Jenny. Wie sieht denn das im Stehen aus? Eigentlich müsste das hier so komisch runterhängen. Tut's aber nicht. Okay, da versagt die Physik. Oder das ist irgendwie versteiftes Kleid. Oh Gott, ey. Wieso?
Hier, Prinzessin-Version. Oder hier so noch. Boah. Oh Gott. Oh nee. Ich weiß nicht. Ja, Jenny, ich versteh's auch nicht. Ja, so sieht's dann halt aus, wa? Arme Jenny. Tut mir leid, wir machen wieder alles weg. Hast du nochmal Glück gehabt. Weg ist es dann. So, wir schmeißen kurz nochmal einen Hund rein. Hier ist es. Ja, Katze hinzufügen, Hund hinzufügen. Danke sehr. Ja, wir nehmen einfach diesen kleinen Hund, der hier zufälligerweise uns entgegengeschmissen wurde. Gehen mal auf die Klamotten für Hunde. Und da hat er auch neue Hüte. Ja, die Hunde haben auch Hüte bekommen. Ja, so sieht das aus. Inspektor von The Lion. Ja, der ist so männlich, der Hund, der kann da tragen. Das ist ein Havaneser. Gesundheit. So, dann haben wir hier noch so ein Outfit. Superhelden-Outfit für Hunde. Gibt's das auch mit den Drachen drauf? Guck mal kurz durch. Ne, der ist anscheinend immer auf diesen Super-Lama hier. Ja, okay, kann man tragen, muss man nicht tragen. Ich weiß es nicht. Armer Hund. So, als nächstes haben wir im Prinzip auch nochmal sowas. Das hatten wir auch bei der Katzen gehabt, so eine Art. Ja, mit den Sternen drauf und solche Geschichten. Ja. Das sieht aber nett aus mit diesem Farbverlauf. Diese Farbverläufe finde ich immer nett. Ja, hier auch nochmal das ein bisschen biedere. Das ist der sogenannte Biedermeier-Cocktailhund. Und dann auch die Schlafversion. Ja, da sehen wir es auch nochmal. Ja, kann man stehen zu, wie man will. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, auch hier mit diesem verpixelten Mond. Da sieht man das nochmal. Komm mal, stellen wir mal auf hier. Stimmt, dann geht er mal so weit weg. Also wie diesen verpixelten Mond. Happy. Nee, Peanut Butter Jelly Time, ja. Gott, ich krieg diesen Song nicht aus dem Kopf jetzt gerade. Yeah. Gott, ey. So, dann haben wir auch nochmal hier Capes. Ah, nee, Kleider. Kleider? Geschirr. Oh. Es tut weh. Warum? Oh Gott, ey. Das ist eine Überschreitung meiner existenziellen Welt. Das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Ja. Ihr könnt ja meine Kommentare schreiben, wie. Ja, versteht ihr, was ich meine. Könnt ihr meine Kommentare schreiben? Oh Gott, ey. Puh. Ja. Weiß ich auch nicht, was ich mehr zu kommentieren soll. Ja, und weg mit dem Hund. Ja, ich bin dabei, ihn zu löschen, ja. Hatte ich da eigentlich auch noch Hüte gehabt oder sowas? War das gewesen? Ja, das war es gewesen. Wow. Ja, der eine Cape sieht ja ganz nett aus, aber ich weiß nicht, ob man Jenny sowas antun soll. Für den Witcher-Hund wäre so ein Cape was. Ja. Na? Aber hier ist ich nicht. Wo war der gewesen? Hier. Nee. Halsbänder, Hüte, Oberteile. Irgendwo war der gewesen. Hier, da. Ja, ja, aber allgemein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare. Wie gesagt, morgen sehen wir uns dann wieder im Dschungel, hoffe ich. Ja, morgen sollten wir uns im Dschungel sehen. Da ist ja die junge Dame hier unterwegs da, die, ja. Und ja, dann müssen wir mal gucken, mal, wie wir da vorankommen. Wa? In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.